Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute wird's richtig heftig. Wir schalten in die zweite Folge von Diese Büchners, die neue Danny Büchner Dokumentation auf RTL 2. Das ist alles ziemlich verrückt. Wir haben uns letzte Woche schon Folge 1 angeguckt. Nun geht es mit Folge 2 weiter. Bereits in Folge 1 haben wir schon große Streitereien zwischen den Geschwistern gesehen und selbstverständlich geht das alles auch in Folge 2 weiter. Hier geht es um die gemeinsame Wohnungssuche, wo eigentlich nur eine Schwester so richtig Lust hat. Hier ist die Sprache von Jolina. Jolina hat Lust, Jada hat keine Lust, das ist ein Teil, aber Dani Büchner, die ja so viel Arbeit hat und so schwer beschäftigt ist, möchte sich noch mehr Arbeit zumuten, indem sie eine Bar nicht unbedingt eröffnet, aber dort Teilhaberin wird. So ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, was sie eigentlich will. Das gucken wir uns an. Und wir gucken uns natürlich auch die neue Wohnung an, die aus meiner persönlichen Sicht eigentlich eine Luxuswohnung gewesen wäre, die aber auch nicht gut genug war. So zumindest entstand der Eindruck. All das heute hier in diesem Video. Wenn ihr sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du auch an diesen Themen dranbleibst, dann für dich herzlich eingeladen, dich dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschauen. Schließen. Teilt gerne diese Videos im Social Media. Das ist Tatsache der größte Support. Und jetzt würde ich sagen, Feuer frei. Diese Büchners, eine RTL 2-Dokumentation. Muss jeder für sich entscheiden, ob man sowas sehen möchte, ob man sowas sich nicht sehen möchte. Ich für meinen Teil habe hier alle Kinder, wie immer, die unter 18 Jahre sind, komplett verpixelt. Das heißt also, wir werden nicht über die Zwillinge sprechen. Ich werde hier auch nicht irgendwie was kritisieren, was die Zwillinge betrifft, denn ich bin der Meinung, dass diese Kinder hier auf YouTube nicht zu suchen haben. Im Übrigen auch nichts im Fernsehen. Aber diese Kritik, die gilt nicht nur Dani, die gelten alle Menschen, die quasi an Kindervermarktung festhalten. Ich habe das auch schon bei Daniela Katzenberger, habe ich Sophia verpixelt. Das ist aber schon allgemein bekannt, habe ich jetzt oft genug erklärt, warum das so ist. Und ich denke mal, das sollte jetzt auch reichen. Wir schalten einmal direkt rüber und zwar in diese zweite Folge und wie dieses Gespräch mit einer Freundin war, als Dani nun jetzt diese Bar mitmachen will. Anders kann ich es nicht beschreiben. Wir hören mal rein. Wäre vielleicht in eine Bar mit rein, sowohl vom Kopf her und vielleicht auch vom Geld, mit Ideen, mit allem, damit man das Wort investieren auch gut versteht. Heute möchte Dani hier ihre Optionen ausloten. Hallo! Na? Na? Geht's dir gut? Ich habe nach Ende. Ja, mir geht's gut. Ja? Und dir? Gut. Also, das ist Jessie. Was für eine innige Freundschaft, oder? Ob das heute auch noch so ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, damals war es eine sehr innige Freundschaft. Und man sieht hier schon, dass Dani hier gerne Lust hat, etwas zu investieren. So kann man es sagen. Ich selber finde, wenn sie investiert, hat sie ja im Prinzip gar nicht viel selbst zu tun, weil Dani sagt ja selbst, sie hat so viel zu tun. Sie hätte gar keine Zeit, sich um was anderes zu kümmern. Deswegen wunderte mich dieser Bereich dieser Story, warum wir uns mit einer Bareröffnung, ist es nicht, aber um dieses neue Projekt alle bemühen. Das hat mich gewundert, muss ich so sagen, weil ja eigentlich hat ja die Löwenmama so viel zu tun. Das ist meine Freundin und ja, wir überlegen, ob wir vielleicht was zusammen machen. Ich muss hier ein bisschen Gastro erstmal wieder schnuppern, mich hier so umschauen. Die Freundinnen kennen sich seit 3 Jahren durch die Schule ihrer Kinder. Dann war der erste Schultag und da war Drops gelutscht. Wir haben uns gesehen, Dani hat mich angesprochen. Ja, genau. ist das Seitdem schon an hat sich eine Freundschaft aufgebaut, auch wegen den Kindern und auch so privat. Ja, das erstmal zu dieser Szene. Ich kann euch da auch gar nicht so viel zeigen, weil es einfach nichts passiert ist. Wir haben wirklich die ersten 5 Minuten mit dieser Szene verbracht, die uns eine Option zeigt, die Dani gehen könnte, wo sie es aber noch nicht weiß. Und das alles wird erst, ja, zum Schluss eine Rolle spielen. Deswegen gehen wir in den eigentlichen Konflikt langsam rein, nämlich um dieses ganze Wohnungsthema der Töchter. Ich selber habe dazu eine ganz eigene Meinung, wie zu jedem Thema. Es ist ein Meinungskanal, das heißt, ich habe zu jedem Thema eine Meinung. Ich finde es nicht gut, persönlich, wenn die Geschwister zusammenziehen, wenn sie sich nicht verstehen. Wenn sie sich verstehen, ist es bestimmt was ganz, ganz Schönes, mit der Schwester oder mit dem Bruder zusammenzuziehen. Aber wenn die wie Hund und Katz sind,
dann ist das zum Scheitern verurteilt. So zumindest meiner Meinung nach. So, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Auf jeden Fall merkt man ja bei Jolina und bei Jada, dass das nicht nur so ein Eintagsfliegen Problem ist, sondern die haben ja immer miteinander ein Problem. Wir haben es bei Forsthaus Rampensau gesehen, aber wir haben es ja auch bei sämtlichen Goodbye Deutschland gesehen, die beiden harmonieren nicht so. Und das ist auch nicht schlimm. Man muss sich nicht immer mit allen Familienmitgliedern gut verstehen. In der besten Familie kommen Streitereien vor. Auch Kontaktabbrüche. Das ist einfach so. Wir gehen mal jetzt in eine Szene, die ich mir mit Lästern gegen Jada markiert habe. Und da meine Gehirnschlümpfe schon über die letzten Monate ganz schön verfallen sind, weiß ich gar nicht, was ich damit meinte. Aber wir gehen einmal mit Profis, oder? Wir gehen mal in die entsprechende Szene. Guten Morgen. Wenn du ankommst, wird das gefährlich. Es wird nicht gefährlich. Ich hab eine Idee. Kommst du okay. Frieden oder Krieg? Ich komm doch nett. Ich bin doch nett. Das macht mir ja Angst. Aber, also, klar, es ist Storytelling, es ist in Menge natürlich gestellt, aber wenn das jetzt eine echte Situation wäre und Jada wirklich schon so reagiert, wenn Jolina kommt, also Jolina ist die Dame, die ihr jetzt seht und Jada ist die andere Dame, die im Bild ist, dann stimmt da was gewaltig nicht. Also wenn man schon von vornherein davon ausgeht, wenn man nett ist, dass da irgendwas im Argen liegt, dann ist schon von vornherein klar, da stimmt was nicht. Also pass auf, du möchtest ja ausziehen, ich möchte ja auch ausziehen. Und ich habe eine Wohnung gefunden und ich würde mich freuen, wenn du sie mitkommst anschauen. Was denn? Also ich hätte nicht gedacht, dass Jolina jetzt nochmal auf mich zukommen würde, weil das halt einfach, wie gesagt, zur Zeit eine kritische Phase bei uns ist. Das war jetzt aber wirklich ernst gemeint. Ja. Also du hast wirklich in dein Zimmer jetzt gesucht? Und ja. Oh, Gott segne mich. Ich glaube, sie hat gesagt, Gott segne mich. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, dass... Also auch Jolina wurde ab und zu in der Serie untertitelt. Das habe ich zuletzt bei Bauer sucht Frau gesehen. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, das seht ihr später noch, warum Jolina untertitelt wird. Also ich habe sie immer eigentlich gut verstanden. Macht doch mehr Spaß, wenn man zusammenhält, als gegeneinander. Klingt sehr vernünftig, oder Jada? Wo du recht hast, hast du recht. Aber das müssen wir dann uns beide. Ja, ich schreibe einen Vertrag, wo das drin steht. Also ich habe auch drüber nachgedacht und Jolina wird ja sowieso nicht da sein, da sie ja am Arbeiten ist und sowieso vielleicht nicht im Land ist oder so. Und dann wohne ich ja rein theoretisch alleine, bezahle aber nur die Hälfte. Ja, das erstmal dazu. Wann lästerte Jolina, ihr seht ja so diese O-Töne, wenn sie dann aufgenommen werden. Und hier erzählt Jada quasi, dass sie die Überlegung gut findet. Sie macht sogar ihrer älteren Schwester Komplimente, die Jolina irgendwie aber nicht so richtig zurückgeben kann. Also ich habe das Gefühl, und das ist einfach nur eine Wahrnehmung meinerseits, da kann ich falsch liegen, aber ich habe das Gefühl, dass Jolina große Schwierigkeiten hat, Gefühle ihrer jüngeren Schwester zu zeigen. Aus welchen Gründen, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt eine Eifersucht ist, ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht wurde Jada in der Vergangenheit von Dani bevorzugt behandelt. Glaube ich persönlich aber nicht. Denn das, was ich hier beobachte, ist, dass Jada immer wieder heftiger von Dani kritisiert wird als Jolina. Wenn irgendwie etwas, also ich versuche euch das zu erklären, dass ihr versteht, wie ich das meine. Ich habe so das Gefühl, dass Jolina mit ihren 25, 26 Jahren eine ähnliche Meinung zu vielen Dingen hat wie Mama Daniela. So. Und Jada, die ja 19 ist, die Jura studiert, die sieht einige Dinge echt ziemlich anders. Und ich habe das Gefühl, sobald Dani und Jolina einer Meinung sind, dann gibt es auch nur diese Meinung und das geht dann wieder gegen Jada. Und das seht ihr gleich, wenn wir uns die große Wohnungsbesichtigung angucken, denn Jolina hat ja eine Wohnung gefunden, wie Dani reagiert und wie Dani in diesen Gesprächen auch nicht so cool sich mit Jada verhält. Das gucken wir uns an. Was noch parallel passiert, was ich nicht mit in meine Berichterstattung genommen habe, war das ganze Thema Volkan, der älteste Sohn, der zum allerersten Mal einen Brudertag mit dem Zwilling Diego verbindet oder verbringt. Und das hat mich extrem gewundert. Also erst einmal war das schön, die zwei Brüder miteinander Fußball spielen zu sehen. Aber als dann gesagt wurde, das war das allererste Mal, dass Volkan sich um seinen kleineren Bruder gekümmert hat, im Sinne von, dass sie zusammen Zeit verbringen, draußen Fußball spielen oder so,
Das fand ich echt traurig, weil ich glaube, also ich habe immer nur eine große Schwester gehabt, ja, aber ich fand das wirklich traurig, dass hier anscheinend das Interesse nicht so unbedingt da ist, dass man mit seinem jüngeren Bruder so viel Zeit verbringt, während der Kleine, so sagte es zumindest Danny im O-Ton, seinen großen Bruder so vergöttert. Jetzt muss man dazu sagen, der größere Bruder, der arbeitet viel, 8 Stunden am Tag und dann zockt da irgendwie 8 Stunden PlayStation am Tag, da ist nicht so viel Zeit, aber ich fand es halt ein bisschen schade. Gut, wir gehen mal in diese Wohnung. Und da werde ich euch auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil natürlich hat das auch in mir Erinnerung an meine erste Wohnung geweckt. Wir schalten mal wieder nach vorne. Fair. Und ja, deswegen habe ich das ein paar Wohnungen halt auch angeguckt und dann kamen die halt dabei raus. Klingt jetzt gar nicht nach so viel Arbeit. Dann mal sehen, was Makler Armin Thiel den Mädels anzubieten hat. Für wen soll die Wohnung sein? Wer möchte gerne? Für meine Schwester und ich. Ah, ihr beiden, ja. Dann schlage ich vor, schauen wir uns die Wohnung gerne persönlich mal an. Bildet euch euer eigenes Urteil, eure eigene Meinung drüber. Also da hinten ist direkt das Meer. Also in diese Straße und dann sieht man hier schon das Meer. Also es ist eine Wohnung mit Meerblick. Hm? Jurastudentin Jada scheint ihr Urteil schon gefällt zu haben, oder? Also ich fand die Wohnung von außen, das ist wie so eine Persönlichkeit. Von außen kann die Person scheiße sein, aber von innen halt gut. Sehe ich ganz genauso. Also wenn ich meine erste Wohnung von dem, na, wobei nee, das Gebäude sah auch schön aus, aber ich verstehe schon, ich würde auch niemals eine Wohnung von außen bewerten. Klar fließt das mit in eine Gesamtbewertung mit ein, aber es geht ja darum, dass man sich in der Wohnung wohlfühlt. Dann mal hereinspaziert in das gute Juwel. Schlage ich vor, geht am besten mal durch, damit er mal die Terrasse, den Ausblick sieht. Armin sieht was du nicht siehst. Hier vorne bitte. Hier ist auch. Hier. Ach so, okay, geh du raus. Wow, schön hier. Oder? Schaut es euch in Ruhe an, die Wohnung. Mhm. Ich warte hier vorne auf. Ich weiß nicht, ob ihr das ganz sehen könnt, weil der Bildausschnitt ein bisschen abgeschnitten ist. Auf jeden Fall sieht man, ich mache das mal heute mal so. Schaut mal, hier seht ihr das Meer. Also man sieht das Meer hier direkt von der Terrasse aus. Hier an der Ecke seht ihr das. Wenn ich das Video quasi auf groß habe, habt ihr so einen kleinen Schnitt, der fehlt. Ja. Aber ihr seht, es ist eine Wohnung mit Meerblick und einer riesengroßen Terrasse. Und dass das natürlich nicht so billig wird, ist klar. Ja, ich habe das letztens erzählt, ich habe für meine erste 1,5-Zimmer-Wohnung, ich habe damals Glück gehabt, dass ich ein halbes Zimmer habe. Gut, es hatte jetzt nicht nur 2 Wände gehabt, aber nach Definition geht es um die Quadratmeterzahl. Und meine erste Wohnung war eine 1,5-Zimmer-Wohnung in Berlin-Steglitz und die hat gekostet 395 warm. Das war aber auch im Jahre 2015, das ist schon ganz schön lange her, ja, ist ja noch länger, ja, 2009 war das gewesen, ich war ja damals 18. Also es ist schon auf jeden Fall 2009 war das, also schon sehr lange her. Und wir sind hier natürlich auf Mallorca, da sind die Wohnungspreise auch nochmal anders. Das muss man halt wissen. Deswegen finde ich dann, auch wenn man sich sehr kritisch zu der Wohnung äußert, finde ich das dann schon wieder schwierig. Vielleicht fehlt einem da ein bisschen Lebenserfahrung. Man merkt aber relativ schnell, dass die jüngere Schwester Jada mit dieser Wohnung gar nicht so zufrieden ist. Und das muss man erstmal akzeptieren. Wir hören mal rein. Für euch, sagt mir einfach Bescheid bitte, wenn ihr Fragen habt. Bin ich gerne für euch da. Danke. Das ist halt im letzten Stock. Also ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Höhe, ehrlich gesagt. Und deswegen ist es eigentlich für mich schon so ein, okay, komm, eine andere Wohnung angucken gehen. Kann ich verstehen. Wenn man jetzt eine gewisse Höhenangst hat, wenn man jetzt auf der Terrasse steht und sich gleich unwohl fühlt, kann ich das nachvollziehen, dass das ein Ausschlusskriterium ist. Ich finde, Ängste muss man ernst nehmen. Ja? Und wenn man sagt, man fühlt sich da oben nicht wohl, was nützt einem die geilste Dachterrasse, wenn man einfach eine Angst da oben hat? Von daher wäre das jetzt für mich ein Argument, wo ich jetzt gar nicht Jada groß kritisieren würde für eine Höhenangst. Eine Angst ist eine Angst. Was willst du da machen, ja? Und du, Joey? Höhe ist jetzt nicht mein Problem, ehrlich gesagt. Ich möchte mir das mal ganz von innen angucken. Ja, dann kommt. Also ich glaube, Jolina weiß es schon, dass ich Höhenangst habe. Ich hoffe es zumindest. Im Flugzeug hat sie auf jeden Fall keine Höhenangst. Das wäre ja auch eher Flugangst. Es ist aber so geil, ne? Der Sprecher von diese Büchners, der verarscht sie halt auch immer, ja? Im Übrigen finde ich diesen Spitzname Joey, ich muss da immer an Chewie denken, wenn Daniela das ausspricht, an Chewbacca von Star Wars, weil sie das immer so komisch ausspricht. Ich finde diesen Spitznamen echt ganz merkwürdig. Mit Spülmaschine. Oh Gott sei Dank. So. Wir wissen noch nicht mal, wie die eingeräumt wird ordentlich zu Hause. Oh.
Okay, aber das ist ja ein ganz anderes Problem, was von dem Jada gerade hier gesprochen hat. Man weiß noch nicht, oder sie weiß, oder sie wissen noch nicht mal, wie man sie vernünftig einräumt zu Hause. Das ist halt schon wieder, oh, das mit 19 Jahren zu. Das ist halt das, was ich meine. Ich glaube, dass viele Menschen, nicht jetzt unbedingt diese, ja, aber viele Menschen die Tragweite nicht verstehen, was es bedeutet, Dinge im TV zu sagen. Wie wenn eine 19-Jährige sagt, dass wir, also sie, die 19-Jährige und die Schwester, die 26-Jährige, nicht in der Lage sind, eine Geschirrspülmaschine richtig einzuräumen. Das kommt bei vielen Zuschauern nicht lustig cool rüber. Das sorgt bei vielen Zuschauern für ein gewisses Augendrehen und man denkt sich, aber was ist denn mit den Leuten los? Was haben die denn die letzten 19 bzw. 26 Jahre gemacht? Also, na gut. Also Leute, als ich damals das erste Mal alleine gewohnt habe, war das lange nicht so schön wie die. Guckt euch mal weiter um, was ihr noch so seht. Okay. Ich finde das sehr gut von Dani, dass sie hier sehr geerdet mit ihren, wo ich lobe, kritisiere ich leider auch. Auf der einen Seite finde ich das sehr gut, dass Daniela so geerdet hier sagt, ey Leute, was Besseres könnt ihr euch auch gar nicht leisten. Das ist was Gutes, was ihr habt. Auf der anderen Seite kritisiere ich aber der Umgang mit Jada, die hier ganz klar immer wieder so eine Warnsignale hat, warum sie die Wohnung nicht gut findet. Also außer Dani versprüht hier aber niemand Begeisterung. Da hinter die Tür, Julina. Oh mein Gott, ist das peinlich. Sorry. Ja, tut mir leid. Aber echt, schwierig heute mit den Türen. Ah, ja, mein, das ist ein wunderbares Beispiel für ein halbes Zimmer. Genauso war mein erstes, also meine erste Wohnung, genauso war mein Schlafzimmer. Ein Raum, wo ein Bett drin stand. Und das Bett konnte ich nur von einer Seite besteigen. So, das ist ein sogenanntes halbes Zimmer, geht halt um die Quadratmeteranzahl. Ich sag euch eins. Das ist super bequem, ja. Ich würde das auch nicht unbedingt als Hauptwohnraum bezeichnen, weil du da wirklich nichts machen kannst. Du kannst natürlich ein Sofa reinstellen, dann hast du wieder Platz gespart. Aber wenn du ein eigenes Schlafzimmer willst, musst du das natürlich ein bisschen optimieren. Wenn du einen Fernseher haben willst, was ich im Schlafzimmer eh nicht empfehlen würde, musst du den an die Wand machen. So war das halt bei mir, ja. Mein Schlafzimmer in meiner Wohnung damals, da stand ein Bett drin, das war relativ groß, 2,30 Meter mal 1,80 Meter, ein Übergrößenbett. Ich bin ja selber 1,93 groß. Und das stand halt auch Wand an Wand und an der Wand war ein Fernseher. Das war ein so bequemer Raum, weil ich mir quasi das um das Bett herum ganz viele Kissen gelegt habe und das war super bequem. Aber ich hatte halt auch noch ein Wohnzimmer, ja. Wenn man jetzt nur diesen Raum hätte, könnte es vielleicht ein bisschen zu klein sein. Aber noch einmal, das ist die erste Wohnung. Wie viele Studenten leben denn in kleinen Räumen? Das ist die erste Wohnung, ja. Na gut. Ja, okay. Das ist nicht dein Ernst. Was ist denn jetzt? Während hier die Stimmung zu kippen droht. Also auf jeden Fall sorgt dieses Bett für Gesprächsstoff. Wir springen jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne, weil jetzt war wieder der Rückblick, während der Größere mit dem kleineren Bruder am Spielen ist. Das habe ich ja wieder rausgeschnitten. Jetzt gehen wir nochmal kurz in diese Szene rein. Und dann müssen wir mal über ein Fazit sprechen. Bett? Am Tisch, da in der Küche. Ja. Draußen ist auch noch ein Tisch. Was ist das für ein Blick? Also ihr müsst auch mal ein bisschen... Ich bin es doch jetzt. Ja, aber ich kann doch sagen, wenn mir was nicht gefällt. Okay. Ja, aber darf ich kurz mal euch was sagen, Mädels? Was erwartet ihr für eure erste Wohnung gemeinsam? Ihr könnt kein Schloss oder eine Riesenhütte. Ja, weiß ich. Ihr müsst auch mal ein bisschen nachdenken. Okay, dann kann ich vielleicht nicht in mein Zimmer lernen für die Uni. Dann lerne ich dort am Tisch. Aber wichtig ist doch erstmal, dass ihr etwas für euch findet, was ihr euch leisten könnt. Schaut es euch erstmal in Ruhe an, bevor ihr gleich rummeckert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir tut Jada unheimlich leid in diesem ganzen Verhältnis. Ich als Zuschauer nehme hier ganz klare Vibes mit, dass sie da gerade gar nicht glücklich ist, dass die Kamera auf sie gerichtet ist und dass sie ihr Missfallen hier kundtut. Ist mein Eindruck, ja. Und letztendlich hat Jada große Schwierigkeiten gehabt, irgendwie zu erklären, was sie wirklich stört. Zuerst hat sie ja von der Höhenangst gesprochen. Dann sprach sie über fehlenden Schreibtisch in diesem kleinen Zimmer dort, ja. Das heißt, sie wollte dann quasi lernen an einem anderen Schreibtisch, der aber ihrer Meinung nach nirgendwo in diese Wohnung gepasst hätte. Also, sie spricht sich hier auch selbst um Kopf und Kragen, das ist so. Aber ich finde es trotzdem schwierig, das vor der Kamera dann so zu bewerten. Das fand ich schwierig. So, ja. Was ist das für ein Raum? Ein Badezimmer. Wenn Blicke töten könnten. Man muss eigentlich gar nicht Jada fragen, ob sie schlechte Laune hat, weil ihr Blick sagt alles. Also man muss wirklich aufpassen, ob man sie noch ansprechen darf.
Ja, ich habe ja nichts dagegen. Ich finde es ja süß. Dann zieh du ein. Oh, aber es ist doch für uns beide. Ja, aber ihr sagt zu mir, ich soll sagen, wenn ich was nicht mag, dann sag ich's. Ja, ich sag doch gar nichts. Okay, dann hat sich das ja erledigt. Jada mag die Wohnung nicht. Was kostet die Miete? 12 Monate, 1.100 Euro pro Monat. Das okay. Ist ja noch kein Wasser und Strom drin, logischerweise. Ja, okay, aber die Mieten sind ja auch nicht günstig. Nö. Also 1.200 Euro, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, für diese Wohnung am Meer, ich glaube 2,5 Zimmer sind das, das ist schon krass. Ja, ist es jetzt ein guter Preis, ist es jetzt ein schlechter Preis, da gehen die Meinungen auseinander. Es ist ein Preis, den man sich in diesem Lebensabschnitt womöglich nicht alleine leisten kann. Das wollte ich damit sagen. Aber welche Wohnungen kann man sich in welchem Lebensabschnitt leisten? Das ist halt einfach so eine grundsätzliche Frage, über die wir hier sprechen, wo ich euch ganz ehrlich sage, das ist extrem schwierig. Also generell ist das Thema Wohnraum, das ist in Berlin, in München, in Köln, ist das überall ein Thema. Die Mieten sind so explosionsartig in den letzten Jahren gestiegen. Es ist unglaublich. Und auch bei meiner Wohnung, die ich ja damals für 3,95 erworben habe, kam auch dann irgendwann eine Mieterhöhung nach der anderen. Das war ja auch ein Grund, warum mein Ehemann und ich gesagt haben, okay, wir schauen uns mal jetzt um nach was Eigenem. So, man hört deutlich raus, Jada ist nicht zufrieden, aus welchen Gründen auch immer. Julina findet die Wohnung eigentlich ganz gut, Dani findet die Wohnung auch ganz gut und deswegen kommt jetzt so dieser negative Vibe gegen Jada. Aber es ist wirklich, also... Die Terrasse ist natürlich super, finde ich. Wirklich schön. Also ich finde es nicht schlecht, aber man muss ja beide Seiten müssen ja einfach schon sein. Und du willst gehen. Dir gefällt es gar nicht. Warum denn nicht? Ja, mich stört die Höhe und die Zimmer. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du eine eigene Wohnung, dann musst du halt reinkommen und da was sehen, beziehungsweise, keine Ahnung, zu sagen, okay, ich kann mir vorstellen, hier zu wohnen. Und bei dir, wie ist das bei dir, wenn du... Ja, ich finde es schön. Also ich kann mir jetzt nicht Königreich erwarten. Ich muss ja klein irgendwo anfangen. Klein irgendwo anfangen? Hey, habt ihr mal die Wohnung gesehen? Das ist nicht klein irgendwo angefangen. Die Wohnung ist schon krass schön. Das ist schon eine große Wohnung. Jada hat nur wahnsinnige Schwierigkeiten, so meinen Eindruck vor der Kamera offen zu sprechen, was sie stört. Das ist einfach so mein Eindruck. Sie hat eine ganz... Sie steht da ganz unwohl irgendwie, also... Also ich würde sie alleine für mich nehmen. Dani findet die Zimmer top. Was genau ist also Jadas Problem? Also was heißt, was fehlt mir in den Zimmern? Das Problem ist halt, ich studiere ja auch nebenbei. Und tut mir leid, ich kann nicht in der Küche lernen. Also, das ist doch ein Schreibtisch. Ja, aber... Hä? Ja, egal. Nee, ich verstehe es jetzt nicht. Ja. Hä? Begründe es doch. Das ist doch ein Schreibtisch. Habe ich doch gerade, aber... Es ist doch meine Meinung. Ja, ich müsste ja nur verstehen oder nachvollziehen. Na, das meinte ich, dass Jolina untertitelt wurde. Hab ich mich gewundert. Ich habe sie da verstanden. Aber ja, also ihr seht, die Diskussion geht jetzt hier weiter. Ich bin an meine Grenze gekommen, was ich an Videomaterial euch zeigen darf. Allerdings haben wir jetzt hier ein bisschen was, sagen wir mal, gehört von Folge 2. Was ich euch jetzt also sagen kann, ist, was ich jetzt sehr merkwürdig fand, war das Verhalten natürlich auch von Dani, die das Nichtgefallen ihrer Tochter immer mit untermalt hat. Also das war nicht Julina, das war Dani, die meinte, hä? Und Julina hat immer argumentiert, hä, warum denn? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, und das hat dann Daniela in einem O-Ton dann auch gesagt, ich glaube, und auch Dani ist sich sicher, dass Jada hier andere Gründe hat, die dazu sie bewegen, nicht unbedingt die Wohnung haben zu wollen. Und bei genauerer Betrachtung weiß man auch, dass es wohl daran liegt, dass es dieser Abkopplungsprozess vom Elternhaus ist, der Jada vielleicht stören könnte. Sie ist halt 19 Jahre alt, studiert, ist vielleicht auch nicht das optimalste Alter, vielleicht schon, aber nicht der optimalste Lebensabschnitt zu gehen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn sie jetzt gerade am Studieren ist, sollte sie das Studium fertig machen und auf ihren eigenen Beinen stehen und dann hätte man vielleicht den Kopf dazu, eine eigene Wohnung zu haben. Aber ich bin damals auch diesen Weg nicht gegangen. Ich bin damals im ersten Lehrjahr in meine eigene Wohnung gezogen. Das war auch ein ganz anderer Lebensabschnitt, wo ich eigentlich doch gar nicht bereit für eine Wohnung war. Aber es hatte damals halt einfach seine familiären Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt ganz gerne selber eine Wohnung haben. Und das war nicht etwa, weil ich Streit mit jemandem hatte, sondern weil ich einfach selber dieses Gefühl haben wollte, in einem neuen Lebensabschnitt angekommen zu sein. Ausbildung, eigene Wohnung. Ich hatte halt damals, wie gesagt, das große Glück, dass ich eine so günstige Wohnung hatte. Aber auch für einen Azubi im ersten Lehrjahr sind 395 Euro warm, der 410 Euro verdient hat. Natürlich fast kaum stemmbar. Ich habe damals halt noch eine Halbwaisenrente bekommen, ja.
Das war der Grund, warum ich mir eine Wohnung leisten konnte. Aber normalerweise ist man an diesem Punkt im Leben noch nicht so weit, dass man sich so eine Wohnung leisten kann. Jetzt sind das aber ja auch keine normalen Jobanwärter. Das sind ja, also gerade Julina war ja bei Reality Queens, sind ja schon einige Formate, da kommt ja auch Geld rein. Es sind ja nicht nur Menschen, die wir jetzt damit begleiten, dass sie eine Wohnung sich suchen. Also, was ich euch damit sagen will, ist, Jada hat dann irgendwann einen Punkt gefunden, wo sie gesagt hat, ja, das ist ja nicht nur die Höhe, das ist ja auch die Entfernung zur Uni. Die Uni ist in Palma und da fährt sie eine Stunde hin und dann kann sie auch bei Mama wohnen bleiben. Das hat man dann ein bisschen mehr nachvollzogen. Wie gesagt, Dani hat im O-Ton gesagt, ja, nee, also ich denke, dass sie sich einfach Schwierigkeiten hat, von der Familie abzukapseln. Auch über den größeren Bruder wurde kurz gesprochen, der mit Diego noch Fußball spielen war, da hieß es dann auch, dass er eigentlich gar nicht vorhat auszuziehen und da hat man aber auch so ein bisschen die Sorge der Zwillinge beziehungsweise des Zwillingjungen Diego rausgehört, dass wenn die Schwestern wegziehen, dass dann auch vielleicht der ältere Bruder wegziehen könnte. Das sind halt so diese typischen Familienprobleme, in denen sich viele Zuschauer wiedersehen können, warum diese Formate so erfolgreich sind, weil viele Menschen können sich mit sogenannten Alltagssituationen auseinandersetzen, sich identifizieren mit, ja. Ich finde gerade das bei diese Büchners schwierig, weil es keine Alltagssituationen sind. Es ist keine Alltagssituation, dass man als Investorin in eine Bar investiert, obwohl man ja so viel zu tun hat, das hat ja Daniela hier auch zigmal in der Folge gesagt, oder aber halt auch, dass man die Töchter dabei begleitet, die sich eine Traumwohnung am Meer anschauen. Das sind halt keine Alltagssituationen, deswegen weiß ich nicht, ob das so ankommt. Das kann ich noch nicht sagen. Wir haben erst zwei Folgen gesehen. Aber wenn wir übertrieben viel sehen wollen, gucken wir die Geisens. So, ja. Für alles andere gibt es schon die Wollnies. Aber ich weiß nicht, ob diese Büchners. Ich verstehe noch nicht so richtig den Platz der Sendung zwischen den Sendungen, die es alle schon gibt. Aber vielleicht gibt es da gar keinen extra Platz für. Vielleicht ist es einfach etwas, was wir schon mal irgendwie anders gesehen haben. Für mich auf jeden Fall, der jetzt auch Folge 2 gesehen hat, ja, es ist interessant für mich, das so zu sehen, aber auch eigentlich nur, weil ich Dani Büchner und die Kinder jetzt seit 2 Jahren in der Berichterstattung immer mal wieder begleite. Deswegen ist es für mich interessant zu sehen, wie das alles so läuft. Aber ich weiß halt nicht, ob die Zuschauer, also ihr den gleichen Anspruch habt. Das ist das, was ich noch nicht so richtig transportiert kriege. Ich weiß nicht, ob ich das in meinen Videos transportiert kriege. Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht, ob es zu dieser Wohnung gekommen ist. Es gab dann auch schon so Aussichten auf Folge 3. Da geht es dann nochmal um diese ganze Fluggeschichte bei Julina. Das habe ich auch noch nicht so... Also das, mir fehlen bei 44 Sendeminuten fehlen mir oft Erklärungen. Weil auf der einen Seite haben wir in Folge 1 gesehen, dass Julina ihre Flugbegleiterin-Prüfung macht. Dann sehen wir die Familie zusammen feiern und sitzen, während Julina sagt, hä, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich bestanden habe. Das sind so alles so aus dem Zusammenhang gerissene Situationen, wo mir Tatsache ein bisschen Erklärungen fehlen. Das wäre noch vielleicht ein Punkt, den ich ja auch nochmal sagen könnte. Ich würde ganz gern vieles mehr erklärt bekommen. Aber nun gut, meine Lieben, das soll es erstmal gewesen sein. Diese Büchners, Folge 2. Von RTL 2, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von anderen Trash-Themen, dann fühlt euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Wir gehen ja auf die 36.300 Abonnenten zu. Teilt gerne diese Videos für eine größere Reichweite, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich kümmere mich jetzt um Katzenreporter Luke, der ist nämlich ziemlich müde und ich bin's auch. Meine Lieben, macht es gut. Tschüss.